hier, ne, hier geht's offensichtlich. Ach so, wenn dann hier unten weiter. Ne, da geht's auch nicht weiter. So, wir haben alles getan, was wir tun konnten. Wir haben unser Bestes getan quasi. Und gehen wieder zum Seminar des Erzketzers. Wir drücken erstmal den beliebigen Knopf. So, und sind angekommen dort, wo wir ankommen wollten. Das Portal da, ja. Das ist dort. Und hier kommen wir raus. Und zwar genau... Hä? Muss ich das kapieren? War ich hier schon? Ist der Hammer schwächer geworden? Was ist euer Problem? Was ist hier los? Ich habe doch hier eben noch einen Feuerdrachen rumfliegen sehen. Oh, es ist dunkel geworden. Es war schon immer dunkel, aber es ist dunkel geworden. Hey. Sehr gut. Hey, hier ist immer noch nichts passiert. Vielleicht, ja, vielleicht ist hier jetzt irgendwas anderes offen. Ich habe immerhin einen Stein gezogen. Und Steine ziehen heißt immer, sowas hier könnte passieren. Was hängt denn hier alles? Geht hier noch einer? Genau, hier geht doch noch einer. Da geht doch noch was. Hier, Kristallflasche zum Beispiel. Oder hier Kristallflasche zum Beispiel. Was mache ich denn jetzt zuerst? Das Einzige, was geht am besten. Ziehe den Stein. Ah, ich weiß nicht, ob ich das tun sollte. Wenn ich das Ende hier nicht sehen kann, dann möchte ich da bitte auch nicht runterspringen, ohne dass ich vorher gespeichert habe. Bereite Speicherdaten vor. Oh, wie ewig das dauert. Wie, das ist ein Fahrstuhl. Der auch wieder hochkommt. Ja, in welche Richtung werde ich gehen dürfen? In diese Richtung. Schön. Und was sagt er? Ach so, der holt den Fahrstuhl quasi runter. Das ist ja komisch gelöst. Hier das Problem. Das ist ja richtig komisch gelöst. Aber egal, dann habe ich eben Schaden genommen. Stilles Refektorium. Vor Ihnen. An diesem Fundort mystischer Artefakte und Schätze erhalten Sie den Saphir, den Smaragd und den Rubin. Wenn Sie überleben können. Das heißt, diese drei Diamanten müssen, das sieht gerade aus wie eine Counter-Strike-Map so ein bisschen. Diese drei Diamanten müssen wir finden. Richtig? Beziehungsweise heißt das, wir müssen überleben. Was ja so einfach ist. Da brauche ich, glaube ich, einen Edelstein für. Also wieder zurück, beziehungsweise irgendwo anders hin. Zum Beispiel hier hin. Ja. Ganz still und erforschen die Gegend. Oh! Oh! Was ist denn das?
Das ist lange her. Ich habe mich gerade gefragt, wo hier diese Schale zu finden ist. Aha. Komme ich da jetzt durch? Anscheinend schon. So. Hier ist wahrscheinlich das Portal zurück. Und hier ist ein Raum, in dem es Mana gibt. Mana und Leben. Und ein Schalter. Und einen Schalter. Ich gehe quasi in das Innere des Portals. Planet! Einer grün und einer blau. Ich erinnere mich an die Beschreibung des Ganzen. Zwei Planeten, drei Planeten. Einer grün und einer blau, doch alle kann man nicht sehen und so. Ja, da hinten sollte es auch weitergehen. Dann versuche ich mal hier mich durchzukämpfen. Ich habe nämlich, wie gesagt, hier keine Orientierung. So, ja, genau, nach da hinten. Da kann man rüber. Aha. Aha, was ist nun passiert? Scheiße, ihr nervt, Leute. Geht sterben, ihr nervt. Ja, man könnte auch die Tür benutzen. Und hier besiegen. So. Gott sei Dank, nun ist's vorbei. Endlich. Ja. Möchte gerne erstmal alles absuchen, bevor ich die nächste Tür öffne. Das sieht doch angenehmer aus als das vorher. Rechts, links. Sieht nicht angenehm aus. Nicht zu sagen, es sieht unangenehm aus. Ja, ein bisschen heilen. Naja, immerhin haben wir hier Kristallflächen. Ich weiß nicht, ob es... Ja, anscheinend geht es hier irgendwann mal weiter. Aber so wie es aussieht... Sowas hatten wir nämlich schon mal, so eine Tür, die wir schieben mussten. Und da ist noch eine und ich mache hier trotzdem erst die ganzen verhassten Biester fertig.
Bienenplanet. Von dem roten haben wir nicht geredet. Aber jetzt haben wir immerhin etwas. So. Jetzt können wir hier hoffentlich durch. Wetten, wir sind jetzt hier. Ja. Ein bisschen hat man es erwartet, aber irgendwie auch wieder nicht. Doch, also schon. Schon mal hat es schon ein bisschen. Wo kommen wir denn hier hin? Ich möchte erstmal bitte hier bleiben. Ja, Lava ist nicht gut. Nur gut. Nur gut, Lava ist nur gut for you. Mhm. Wir kommen hier genau in eine Sackgasse. Aha. Aha. Ah. Ah. Ja. So wie das aussieht, sagt uns die Karte. Wir haben noch lange nicht alles erforscht. Vielleicht kann ich ja jetzt durch diese andere Tür hier durch. Ja, was heißt die Tür durch? Ist das wohl hier? Aber da braucht man alle drei wahrscheinlich, ne? Weil die Karte sagt, hier geht es weiter. Aber letztendlich kommt man da ja jetzt noch nicht durch. Die Karte sagt dann wahrscheinlich auch, dass es da weitergeht. Da fehlt mir nur wohl noch einer von den Diamanten. Wo bin ich hier? Achso, hier bin ich jetzt. Schön. Schön, schön. Dann versuchen wir mal den Weg hier raus wieder zu finden. Nein, nicht diesen Weg. Sondern den Weg hier raus. Ich glaube, das ist dieser Weg. Moment. Dieses komische Kleiderbügelzeichen kenne ich doch. Ja, was sagt uns dieses Zeichen? Das hatten wir vorhin irgendwo, hatten wir das. Eine Fackel haben wir jetzt hier. Oh Leute, ihr wisst doch, dass ich euch nicht leiden kann. Ja. Immerhin ein Porkalator. Porkulator? Na hier halt so ein Wildschwein. Probieren das mal. So. Wer hatte nochmal die Idee, diesen Schalter umzulegen? Ja, okay, ich weiß selber, aber... Wurden wir jetzt getrollt vom Spiel? Oder hat sich jetzt echt was verändert hier irgendwo? Fahrstuhl wieder hoch und dann gucken wir uns das mal an, wie das aussieht. Wenn wir da irgendwie außen lang gehen. Da ist jetzt vielleicht dieser Weg dort frei. Also
Also dieser Weg dort im Sinne von...